Willkommen zurück zu The Sims 4 Let's Play. Es geht wieder weiter mit unserer Familie. Mit Familie Palm. Mit unserem Baby. Unser Kater. Und den beiden Erwachsenen. Hier im Winter. Alles ist verschneit. Oh, das sieht richtig schön aus, ne? Wow. Okay, dann machen wir mal Play. Da die Windel voll? Nee. Ich dachte gerade schon. Ich habe das hier nur so grün gesehen. Ich dachte, das wäre dieser Stinkequalm, der immer hochkommt. Da ist unser Kater. Oh. Unser Sam. Toll süß. Okay, bei der hat auch sowas nicht. Ist immer verwirrend. Okay, unser Garten ist total verschneit, ne? Post haben wir auch keine. Wie läuft's denn hier mit den Jobs? In 12 Stunden muss sie arbeiten. Fitness ist erreicht. Charisma-Fähigkeit, okay. Dann würde ich sagen, ab zum Spiegel und Rede üben. Ich bin gerade zusammen. was ist denn mit ihm? Er hat alles. Ja, die Tagesaufgabe kann er gar nicht mehr machen, ne? Weil ist ja Winter. Obwohl, es gibt hier auch Pflanzen, ne? Aber die konnten wir ja nicht einpflanzen, stimmt. Das wollte ich ja, aber die konnten wir nicht einpflanzen. Das war irgendwie zu kalt. Ne? Was kann er dann machen so lange? Könnte sich ja auch mal hier um die Katze kümmern. Wo ist die denn hin? Ach, da hin. Okay, die schläft gerade. Ich kann ja mal das Katzenklo hier auf sauber machen, ne? Das Baby ist noch am Schlafen. Ein kleiner Alien-Baby. Und hier kann man auch herbeirufen. Komisch, dass das in der Wohnung immer kalt ist. Ist Kleidung aus den Gekal. Ach, so, wenn ein Kind anwesend ist, dann geht das gar nicht. Alles verkaufen. Oh, das kann man noch machen. Langsam, ne? Was ist denn mit dem Baby? Ist es jetzt wach? Liebkosen. Mit Flasche füttern. Was ist das denn hier? Wenn sich Jack unbekannte Sims vorstellt, hat er die Chance, die Beziehung mit mehr Freundschaftspunkten zu beginnen, da sein Ruf ihm nun vorauseilt. Guter Ruf. Lukas und Jack sind soeben gute Freunde geworden. Ah, das sind wieder in der Galerie irgendwie was. Dann fütter ihn mal. Okay. Macht er auch bald die Windel voll, ne? Okay.
Sie ist immer noch in Rede üben. Er ist jetzt was. Gute Idee. 4 Stunden muss er auch arbeiten. Ich habe immer Angst, dass ich das Baby vergesse. Nicht, dass es uns dann weggenommen wird, ne? Dann kannst du duschen gehen. Hier. Guck mal hier, die Katze hat nichts mehr zu futtern. Schüssel füllen. Baby weint. Baby weint. Papa kommt schon. Schmutzige Windeln wechseln. So. Schaukeln. Grimassen schneiden. Der Geburtstag von Lukas naht. Kann man Geburtstag feiern? Eine Geburtstagsparty machen für ihn? Wollen wir mal nachgucken, ne? Gibt's bestimmt sowas, ne? Dass man Geburtstagskuchen und sowas. Okay, da ist jetzt nicht so viel. Was ist das denn? Planschbecken. Für Kleinkinder, oder? Kleinkinder geeignet, ja. Aber wir haben halt Winter, ne? Das ist ein bisschen. Das sieht auch cool aus. Baumhaus für kleine Knips. Nur für Kinder. Okay, nichts für Kleinkinder dann wohl. Diese Luftballons und sowas. Muss doch hier irgendwie Geburtstag feiern können, oder? Was ist das denn hier alles? Das ist alles so Weihnachtszeug, ne? Wollen wir mal gucken. Das ist alles so für Weihnachten. Das müsste ja eigentlich hier sein, ne? Was haben wir denn hier? Ist ja blöd, ne? Das ist hier bei der Küche vielleicht dann Geburtstagskuchen oder so. Jetzt ja schon gerne gefeiert, so, ne? Richtig. Lichterkette. Gut, die kann man auch zum Geburtstag eigentlich, ne? Was ist das denn hier? Schlappen? Für Weihnachten könnten wir ja auch jetzt, ne? Hinmachen. Schönen Weihnachtsbaum. Wir feiern das erste Weihnachten zusammen. Aber ich wüsste auch gar nicht, wo wir den hinstellen sollen. Welchen sollen wir denn nehmen? Ich meine, ich finde den blauen ja echt schön, ne? Muss ich sagen, hier. Der passt auch gut zur Einrichtung. Oder hier so ein. Der sieht aber auch cool aus. Aber da hier so ein Standardding. Ich glaube, ich nehme den. Finde ich echt schön.
Wo sollen wir denn hinstellen? Wo sollen wir denn hinstellen? Hier im Wohnzimmer wäre eigentlich am besten, ne? Hier hin, aber das ist halt alles vollgestellt. Oder wir machen den eben hier hin. Und machen das Teil hier in der Ecke woanders hin. Warte mal. Den können wir ja eigentlich verkaufen. Hier hinstellen. Ach, hier können wir den hinstellen. Gute Idee. So. Dann. Das könnte man noch hier hinstellen, oder nicht? Oh, geht auch nicht. Ach, das ist eine Tür. Stimmt ja, das Badezimmer. Habe ich ganz vergessen. Da ist auch noch eine Tür. Hallo? Ey, man könnte es natürlich auch nach draußen stellen, ne? Aber das hier hin. So hin. So. Alles nur für einen Tannenbaum, ey. Warum passt denn das da nicht hin? Jetzt aber. Warte, das kommt dahin. Das Spielzeug legen wir einfach dahin. Müssen wir mal hier gucken jetzt. Oh, die Lampe. Oh, ist das jetzt wegen den ganzen Dingern, die da sind? Ich muss mal hier aufräumen. Was für ein Chaos, ey. Die Zwerge da veranstaltet haben. So oder so? So, ne? Sieht so schön aus. Vielleicht dann noch ein bisschen Weihnachtszeug hier. Könnte man natürlich hier an den Fenstern machen, ne? Da sieht das doof aus. Gibt es nicht solche, die auch so drumherum sind? Nee, ne? Also zumindest sehe ich keine. Guck mal, das passt ja auch gut zu Weihnachten hier, ne? Machbar. Bisschen Weihnachtsdekoration. Dachboden Dekobox. Dann noch einen Weihnachtsbaum haben wir ja schon. Das brauchen wir jetzt nicht. Gibt es nicht noch andere Lichterketten oder so? Was ist denn hier mit Kategorie irgendwie? Beleuchtung. Hier ist es nicht bei, ne? Was ist das denn hier? Man ja auch vielleicht irgendwo drauf machen, ne? Da hier so. Hier noch eine. Vier Festtagskerzen. Dann machen wir eine hier hin. Adventskranz. Sind auch in verschiedenen Farben. Jo. Blau passt ja wohl dann am besten, ne? Denn unser Baum ist ja auch blau. Machen wir da auch noch einen hin. So. Aber mit den Lichterketten finde ich ein bisschen schade, dass da nicht so viel Auswahl ist. Das sind nur die hier. Ach, guck mal. Brauchen wir ja auch noch hier. Schneemann. Was ist das denn?
Ach, das ist auch nochmal so ein Kranz oder sowas, ne? Ich sagen. Dann machen wir hier einen anderen hin. So einen länglichen. Ist das in der Mitte? So, ne? Ja. Den könnten wir ja dann. Obwohl das. Ah ja, vielleicht hier auf den Schreibtisch. Ach, passt nur so. Okay, dann machen wir den da hin. Das hatten wir. Aber viel Weihnachtsdeko und so gibt es ja nicht, ne? Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Und diese Lichterketten, die gefallen mir irgendwie auch nicht. Wenn wir hier so machen. Ich weiß nicht, ob es so ein Pack oder so gibt, wo noch mehr Weihnachtsdeko drin ist, das weiß ich gar nicht. Oha. Aber hier. Hier. Ja. Ja, aber ein bisschen wenigstens, ne? Man könnte natürlich auch abwechselnd machen, ne? Da passt das gar nicht hin. Blöd. Man könnte natürlich auch so machen, ne? Kann man die auch so? Ja, man kann die auch so machen. So könnte man die auch machen. Sieht hier auch nicht schlecht aus, ne? Aber viel Weihnachtszeug gibt es nicht. Dekoration. Ah, hier gibt es noch was. So ein. Okay, das ist für Frühling. Winterkranz hier. Blau drin. Schade, dass man die nicht an der Tür. Oh, guck mal, hier wirklich. Nee, geht nicht. Ich dachte schon. Schade, dass man die nicht an der Tür machen kann, ne? So geht auch. Dann machen wir zwei Stück von. Für jede Seite 1. Oh, das kostet ganz schön viel Geld, ne? Ist das für Weihnachten hier? So ein Bäumchen? Man kann das jetzt gar nicht sehen hier. Ah, hier. Ich glaube nicht, ne? Nö, das war's. Bin ich hier? Das sind wir diese Lichterketten, dann ist das Schuhe. Weihnachtsbäumchen. Was ist das denn? Ach, das sind auch mal so, auch noch solche gelandet, ne? Könnte man hier drin machen. Gibt's auch in verschiedenen Farben. Ich glaube, den nehme ich in Blau. So. Warum muss ich jetzt immer einzeln nehmen? Das ist natürlich jetzt nicht blöd. So. Was ist denn das? Ah! Machen wir doch drüber. Ach, hier ist auch noch einer. Machen wir da auch noch einen hin. Oh, sowas habe ich gesucht. Boah, ich meine, das reicht jetzt auch eigentlich mal langsam. Wenn wir nicht übertreiben. Warum kostet das ja auch alles Geld? Wir können uns auch nur einen davon leisten, scheiße. Eigentlich bräuchten wir davon zwei. Ob wir irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen.
Ich meine, ganz ehrlich, die Katze braucht gar nicht so viele Dinger, ne? Davon. Ach, guck mal hier, das können wir verkaufen. Große finde ich eigentlich ganz gut. Den hier können wir vielleicht verkaufen, ne? Ja. So viel liegt da sowieso nicht drin rum. Dann machen wir hier noch einen hin. Und noch zwei will ich hier dran haben. Ach, geht nicht wegen dieser Dings. Lichterkette. Das ist ja blöd. Muss ich das so machen? Ah, ja, weißt du, sie machen die hier weg. Ach. Wegen diesem blöden Baum jetzt. Darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Dann machen wir das Bücherregal jetzt hin. Oh, da geht gerade die Katze durch. Das darf nicht wahr sein. Dann machen wir eben hier Play. Und wie die Katze da. Ist doch jetzt echt ein Scherz, oder? Jetzt geht's auf einmal daran. Na gut. Das kann man trotzdem verschieben. Boah, diese ganzen Dinger hier, die nerven mich ja auch tierisch. So viele davon. Ach, erstmal die Tür. Hey, warum geht das denn jetzt diesmal nicht? Und wegen dem hier jetzt. So, dann ein Ding nach vorne. Oh nee. Machen wir so. Und so. So lassen wir es jetzt. Aber Geburtstagskuchen habe ich immer noch nicht. Kinder? Vielleicht hätte ich ein bisschen googeln sollen. Ach, Geburtstagskuchen kann man bestimmt auch selber backen, ne? Also früher ging das ja, dass man einen selber macht. Festmahl, Frühstück, Lunch, mehr Auswahl. Warte mal, was stand da? Backen hier. Oh ne, den kann man hier leider nicht machen, anscheinend. Kann man keinen Kuchen machen? Oder kann er das nicht wegen der Kochstufe da? Sehr verspielt ist er. Ja, der geht jetzt erstmal zur Arbeit. Das wird, glaube ich, frei, ne? Nee, sie hat gar kein frei. Hä? Ich dachte, sie hätte sich Urlaub genommen. Hier. Urlaubstag nehmen. Vielleicht muss ich doch Babysitter oder so einstellen, ne? Einschalten. Ausschalten dieses Licht. Ist der an? Ja, ne? Ja, das. So, machen wir es. Weiß zwar gar nicht, wann jetzt eigentlich Weihnachten ist. Winterfest hier, ne? Ist es. Wann ist der Geburtstag? Von ihr. Wann ist der Geburtstag denn von meinem Sohn? Steht gar nicht drin, ne? Oder warte mal. Hier! Das ist natürlich jetzt blöd, ne?
weil ich jetzt nicht weiß, wie man das jetzt macht. Ich dachte, man kann immer einen so backen. Ich glaube, in Sims 3 ging das, ne? Dass man den selber backen konnte. Warum geht denn der jetzt nicht zur Arbeit hier? Machen wir mal die Wände wieder runter. So. Farbe und Intensität einstellen. Kann man keine Geschenke drunter machen? Ja, ein bisschen Weihnachtsstimmung kommt ja schon auf, ne? Du bist fertig damit, dann rasten hier. Ob sie den Urlaub kriegt. Eva hat einen Urlaub, einen Tag Urlaub genommen. Genieße den freien Tag. Danke, danke. Sie kann auch kein Backen, ne? Oder kann man die hier? Ich meine, das muss ein richtiger Kuchen sein, ne? Müssen das Kätzchen? Ach da. Füttern. Machen wir jetzt mal. Vielleicht hat es ja wieder Hunger. Dann kannst du aufs Klo gehen. Hier. Wie liegt denn die Katze da? Dass sie hier auch nicht das Teil hier benutzt, ne? Der Kater. Dann kannst du schlafen gehen. Wann kommt der nochmal von der Arbeit? 17 Uhr. Das ist ja noch lange hin, ne? Sam ist älter geworden. Sam ist vom Kätzchen zum erwachsenen Kater herangewachsen. Er klettert jetzt Treppen hinauf, springt auf höhere Oberflächen, um sich dorthin zu hocken. Er kann sich auch mit anderen Katzen paaren, wenn er nicht kastriert ist. Ein Hoch auf Sim. Sim, wollte ich schon sagen. Der ist auch älter geworden. Er wurde befördert. Boah, 1000 hat er bekommen. Ah, der hat so viel Bonus bekommen, ne? Boah, der kriegt jetzt 70 pro Stunde, ey. Schmutzige Windeln wechseln. Oh, der Arme. Boah, der ist aber müde, ey. Dann geh mal schlafen. Abwarten, was geschieht. Was soll denn geschehen? Simstagram. Checken. Also ich finde jetzt das ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht weiß. Die machen Engel, Schneeengel. Dass man hier keine Kuchen oder so machen kann, ne? Aber hier habe ich auch keinen gesehen. Normalerweise war das ja immer so bei Küchensachen so, ne? Ja, hier wahrscheinlich nicht.
Oder warte mal, hier vielleicht irgendwie. Das ist ein fertiges Zimmer, ne? Fröhliche Girlande. Ich denke mal, wir haben die Stufe noch nicht erreicht, deswegen jetzt vielleicht nicht. Ne? Schade, ich hätte das gerne gemacht. Egal. Mach mal deinen Schneeengel, ne? So, dann gehst du nämlich duschen. Dann kannst du was essen. Ja. So, das war's von mir wieder. Der Part ist zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Die Sims 4 Let's Play. Tschüss!